Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und auch gleichzeitig der letzte Part für diese Aufnahmesession. Ich habe jetzt auch ein paar Parts mehr gemacht, weil ich wahrscheinlich nächstes Wochenende keine Zeit haben werde, werden wir sehen. Weil mein Wolfi und ich uns nach einer Wohnung umschauen tun und die ist einmal Freitag zu besichtigen und ja, je nachdem wie es gut läuft. Für uns kann es schon sein, so rennt er nicht, der Kasperl, kann es sein, dass wir dann auch schon mit dem Siedeln vielleicht beginnen, beziehungsweise planen müssen, wie wir das alles am besten angehen. Und ihr kennt euch ja aus mit solchen Dingen wahrscheinlich. Also ja, könnte es sein, dass dann nächstes und übernächstes Wochenende keine Parts, also dass ich da keine machen kann, aus zeitlichen Gründen. Und deshalb brauche ich jetzt ein bisschen mehr. So. Also voraussichtlich ist das mal der letzte Part für diese Aufnahmesession. Ich denke mal, wenn ich Zeit habe, werde ich dann natürlich nächstes Wochenende auch wieder welche machen. Aber ich verspreche jetzt dabei mal nichts. Entschuldige, ich wollte looten. So. Genau. Wir sind hier, was machen wir hier eigentlich? Wir wollen hier eine Quest machen. Das Ganze scheint aber nicht sonderlich einfach zu sein. Das scheint wirklich die Kuppel zu sein. Ja, aber das will ich nicht machen. Die Kuppel will ich ehrlich gesagt nicht machen, weil... Ihr habt es ja im letzten Part gesehen. Da ist Bombe und Bombe ist ungesund. Scheint aber wirklich beinhart. Ja. Falks Bestimmungsort. Gut, dann würde ich mal meinen, dass wir das vielleicht lassen. Ja. Dann würde ich sagen, wir lassen das mal und schauen mal, was Ray da für einen Auftrag für uns hat, ne? Zeig mir Leos Aufenthaltsort. Okay, zeig mir Leos Aufenthaltsort. Gute Entscheidung. Es ist an der Küste, aber keine Sorge, ich kenne eine Abkürzung. Wir sind im Handumdrehen da. Das ist schön. Da ist es. Nicht unwahrscheinlich, dass Leo versucht, bei den Jungs hier eine große Nummer zu werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn freiwillig rausrücken. Niemand in dem Bau da wird uns irgendetwas freiwillig geben. Vermutlich. Dann wissen wir wenigstens, worauf wir uns einstellen müssen. Na, okay. Großartig. Wo sind wir hier jetzt wieder? Dieser besagte Strand oder so, ne? Warte, waren wir hier nicht schon mal? Freilich waren wir schon mal da. Oje. Oje. Das war doch das, wo die Banditen und so weiter waren, ne? Was habe ich jetzt wieder angestellt? Na gut. Dann... Attacke. Jetzt bist du dran. Ja, ja. Fokus, Bandit. Aber scheint machbar. Ich muss mal was trinken. Ja, ja, ist schon recht. Alter Schwede. Okay, eine Bombe wäre da super. Ich habe ja alle schon verbraten. Okay. Das erfordert Skill, den ich nicht habe. Ja. Ich trinke mal was. Und essen tue ich auch gleich was. Jo, dann einzeln rauspullen ist auch keine Option. Leo. Ist er dann auch böse? Ich hoffe nicht. Headshot und so wird eher nicht funktionieren, nehme ich mal stark an. Alter. Und was ballern die da jetzt rum? Oh, da kommen welche. Jetzt geht's rum. Na, jetzt kommt so ein Viech auch noch. Wo kommt jetzt das Viech her?
Ist ja ungeheuerlich, ist das wirklich. Alter. Nee, das haut gerade nicht so hin, wie ich gerne hätte und möchte. Okay. Jetzt ist die Quest auch nicht machbar. Ernsthaft? Das wäre jetzt aber nicht so klasse. Das ist jetzt echt schon ein bisschen ärgerlich. Oh, hoppala. Das wollte ich gerade nicht. So etwas wird hier nicht geduldet. Du entkommst mir nicht. Die ballern halt wieder durch die Gegend rum, ne? Ja, das wird als Zaun geerntet, ne? Da kann ich gar nichts machen, ne? Das ist nämlich echt lustig. Eigentlich, wie kann man das jetzt hier so als Wand sehen? Das finde ich gerade wirklich lustig. Der andere steht da drüben, ne? Wow. Na, hoch mit dir. Kann ich den vielleicht wenigstens besiegen? Okay, Ray, geht ein. Wow. Das hat ordentlich Damage gemacht. So, vielleicht geht's ja. Ist Ray jetzt tot? Ich glaube schon. Okay, das ist echt übel. Dass Ray aber auch so schwach ist, hätte ich nicht gedacht, ne? Er steht doch nicht mehr auf, ne? Das heißt, Ray ist jetzt wirklich erledigt, ne? Bewusstlos. Okay. Bewusstlos. Er wäre noch nicht gestorben gewesen. Okay. Boah, das, wie macht man das? Ich habe keine Ahnung. Es ist halt echt doof, muss ich echt sagen. Es ist echt richtig schwer. Ein Level Up habe ich auch. Oh doch, wir haben ein Level Up versäumt. Entschuldigt bitte. Wupp, Stufe aufgestiegen. Nachträglich. Hey, dann können wir echt schon eine neue Waffe nehmen. Und zwar die Axt. Wir brauchen nur noch 4 Stärke und 3 Konstitution. Also machen wir mal 4 Stärke. Und war das jetzt zu viel? Ah, weil ich immer 2 jetzt brauche, ne? Ich glaube, es geht sich gerade so aus. Kann das sein? Ich glaube. So. Dann haben wir gleich mal die Axt. So, ist gut. Dann haben wir schon eine bessere Axt. Vielleicht wird es ja was. Gut, das können wir dann gleich speichern. Weil machen muss ich so und so, ist eh egal. Und dann probieren wir es nochmal. Unglaublich. Lass mich nur machen. Es wäre halt echt schön gewesen, wenn es möglich wäre, dass man sie einzeln pullen kann, ne? Ah, warte mal, ich habe ja noch diese Machtwelle, oder? Warte mal ganz kurz. Da ist sie. Ich helfe dir. Ey, was mache ich da? Ja! Oh, Leo. Bringt jetzt seinen eigenen Punkt um.
Schaut echt so aus. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Er bringt echt seinen eigenen Bruder um. Aber warum? War ich da was verkehrt? Ist ja wurscht, belassen wir es mal dabei. Ich rüste so schnell die Machtwelle aus. Und noch ein paar Zaubersprüchen, wenn wir welche haben. Wartet kurz. Also, die Machtstoß hätten wir auch noch eins. Cool. Das ist nicht schlecht. Okay, das können wir jetzt gut nutzen. Also, die Machtwelle und den Machtstoß. So, alles klar. So, dann nochmal was trinken und dann tun wir das nochmal speichern und dann gehen wir es nochmal an. Jo. So circa in etwa. Dann haben wir einen ganzen Bart gebraucht, um 3 Hanseln umzubringen. Das geht ja. Also, ach komm. Ja, sicher. Aber jetzt. So etwas wird hier nicht geduldet. Uah. Oh, machen wir gleich mal. Oh, ich habe mich verdrückt. Nein! Ich darf nicht draufdrücken. Das war ein Fehler. Ja, passt schon. Ich bin einfach nur dumm. Das ist alles. Jetzt komm, mach weiter. So, nochmal. Aber jetzt richtig. Den machen wir Platz. Und schnell weglaufen. Und oh. Ich mach das. Und die Waffe wechseln. Boah, die sind stark. Warum hat es jetzt diesmal nicht so gut geklappt? Ray ist ein bisschen eine Warmdusche, oder? Das soll ein bisschen Dampf machen, ey. Mann, ey, das ist echt doof. Ich stelle mir gerade an. Furchtbar. Hast du ihn etwa gerade angegriffen? Nein. Natürlich nicht. Den würde ich gerne am liebsten ausschalten zuerst. Aber dieser Ray ist ja. Ist ja wieder mal nicht da, wenn er braucht, ne? Ich hole dich hier. Ich verstehe nicht, warum er nicht angreift. Das ist sein Verhalten, verstehe ich überhaupt nicht. Also wenn er jetzt schon etwas Schaden macht, dann soll er doch hinstürmen und den umhauen. Ey! Verstehe nicht. Er will dir ja tot sehen, nicht ich. So nicht, Freundchen! Alter. Ja, jetzt sind wieder alle da, ne? Du kommst mir nicht. Habe jetzt Ray auch umgebracht? Hoffentlich nicht. Ach nö, ich bin da drauf. Jetzt hier wie Ray umgebracht. Ach, das ist alles ein bisschen meh. Ich habe gerade echt keine Ahnung mehr. Weil gleich alle 6 auf einen zurennen. Das muss halt echt nicht sein. Ich habe aber auch gar nichts mehr, oder? Bin echt am Grübeln.
Keine Ahnung. Das ist echt ein bisschen ungut. Wenn wenigstens einer von diesen Kerlen verrecken würde, ne? Einer von denen, wenn der abnippeln würde, das wäre echt schon geholfen. Oh. Oh je. Ja, das ist typisch Ray. Ich kümmere mich darum. Ja, mach. Alter. Flieg weg. Er bleibt hängen und fliegt nicht weg, verstehst? Er bleibt. Ich bin sprachlos. Ich weiß nichts mehr zu sagen drauf, echt. Da kann man doch nicht kämpfen. Blödes Chatback. Manchmal habe ich echt das Gefühl, das hat Fehlfunktion. Boah, ist das nervig. Ich will ihn doch nur umbringen, mehr will ich ja nicht. Ehrlich. So etwas wird hier nicht geduldet. Hallo, Ray. Dieser Ray macht mich schwach, echt. Alter, auf! Na, was habe ich gedrückt? Ich bin so doof. Ja, vergiss es. Echt, das ist scheiße. Ich wollte einen Trank trinken und nehme die Machtwelle, verstehst? Es ist echt nervig. Es ist richtig nervig. Boah, freue ich mich, wenn ich stark bin. Das ist halt richtig nervig. Das ist halt wirklich richtig, richtig nervig. Oh Mann. Jetzt kommen natürlich alle drei Deppen. Vorher war es zu gut gelaufen. Ray hätte ich dich fast erschossen, ey. Ray ist halt auf dem Nappel, ne? Das muss man halt ehrlich sagen, Ray ist ein Trottel. Er greift nicht an, er macht gar nichts. Als wenn er es nicht könnte. Das ist echt dämlich. Na, jetzt ist wieder die falsche. Ach, ist mir jetzt echt wurscht. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Der Ray ist echt ein komischer Kauz. Muss ich echt sagen. Ray ist wirklich komisch. Den Kerl verstehe ich nicht so ganz. Jetzt ist er, glaube ich, tot, ne? Es hat vorher echt super hingehauen gehabt, aber pfff. Keine Ahnung. Kriege ich nicht mehr hin. Denn einen einzeln zu besiegen, es hat echt nicht viel gefehlt. Aber klappt nicht. Kannst vergessen. Du entkommst mir nicht. Verdammter Penner. Jetzt habe ich halt schon lange gewartet, oder? Ja, ja. Viel zu lange gewartet.
Au. Ja, ja. Aber der geht. Solange der eine jetzt nicht weiß, wo er hinrennen soll. Okay, er weiß, wo er hinrennen muss. Das ist jetzt natürlich wieder sehr schlecht, ne? Jetzt hätte ich ihn müssen besiegen, aber diese Energie direkt halt so extrem langsam, dass man da nichts machen kann mehr, ne? Da ist man ein bisschen machtlos. Ja, trink was. Ich weiß nicht, was der jetzt Damage gemacht hat. Keine Ahnung, trink was. Kann auch beim besten Willen nicht sagen, was das so viel Schaden macht. Ja, keine Ahnung. Wenigstens ihn hatten wir schon, ne? Also es ist schon machbar. Aber nicht mehr in dem Part. Wie scheißlich. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, ich krieg's im nächsten Part hin. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!